kommt man zur These, es könne auch darum gehen, gibt so ein paar Hinweise, dass das große Ganze, das Universum oder eben die Energie Liebe, heute Abend mehr dazu, das ganze Spiel irgendwie veranstaltet und im Menschen aber so zum Selbstbewusstsein kommen will, mag, darf. Und dass diese Krisen, die wir gerade durchleben, eigentlich die Gelegenheit sind, für den Menschen da ein Stück stärker zu verstehen, wozu er eigentlich da ist. Und das hat eben dann sehr viel damit zu tun, dass diese Realität, die wir jetzt erstmal ganz kurz, mehr dazu später, Energie-Liebe nennen, die uns ja alle intuitiv, spontan irgendwie beschäftigt, in Form von Beziehungen, Religion, Spiritualitäten, Kriegen, whatever. Jeder spürt irgendwo, das ist irgendwas, was uns sehr angeht. Und trotzdem haben wir das Problem, wir leben in einer modernen Welt, die alles Mögliche erforscht, Atomphysik und Quantenchemie und Technik, Solarenergie, bis in Gesellschaftsform, sich damit überhaupt nicht beschäftigt. Also das Thema Liebe ist quasi ein Thema No-Go in der Wissenschaft. Wer das ein bisschen Wissenschaft betreibt, weiß das und läuft eher Gefahr, dann auszufallen, wenn man diese Themen anspricht in der Wissenschaft. Und trotzdem haben wir überlegt, das ist eigentlich an der Zeit, wir müssten einfach anfangen, das ein Stück zu reflektieren. Deshalb heißt das auch, haben wir uns mit Dolores dann oft auch mal gestritten, Philosophiefestival, nicht einfach Festival der Liebe. Das heißt, Philosophie steht ja da für Bewusstsein, für Weisheit. Also die Frage zu erforschen, wie kommen wir zu ein Stück mehr Klarheit, was dieses Thema betrifft. Und haben wir so spontan das erste Festival gemacht, vor 5 Jahren, was erst so eine erste Annäherung war, aber es zeigte sich, dass es irgendwo doch Freude macht, Sinn macht, Thesen entstehen. Da haben wir dann das zweite gemacht, das war ein Jahr später. Da hat man dann quasi schon 4 Thementage, Liebe als spirituelle Energiekraft, Liebe als politische Qualität, Liebe als erotische Energie und Liebe als Heilkraft. Das sind 4 Tage, jeweils ein so ein Thema. Das dritte war dann vor 2 Jahren oder 2,5 Jahren. Da haben wir dann überlegt, gut, wenn das so ist, was wäre dann der nächste Schritt? Wie kommen wir da jetzt irgendwo zu mehr Bewusstsein, was da zu vollziehen ist, wie wir da ein Stück uns annähern? Und haben dann ausgehend von diesem Modell, was vielleicht viele kennen, Spiral Dynamics, wer kennt das? Also viele, ne? Also so ein Evolutionsmodell der Kulturentwicklung. Und da gibt es so einen großen Sprung in der Menschheitsgeschichte. Und die zweite Ebene nennt sich so integral und da gibt es schon viele Bewegungen und trotzdem haben die alle bisher so eine Tendenz, sie kommen nicht zu ihrer Kraft, es fehlt so eine Art Zusammenwirkung, eine gemeinsame, ko-kreative Intention. Und wer so ein bisschen jetzt das Modell kennt, weiß, dass in der ersten Ebene, das war die dritte Stufe, die dann mit Rot symbolisiert ist, eigentlich erst so Kraft in die Welt kam. Ne? Zwar jetzt in einer beschränkten Form, in Form des Ego, der großen Männer von Cäsar und Paulus, wie immer die alle hießen, ne? Die haben aber die Welt verändert. Die haben es aber gezeigt, der Mensch hat Kraft, die Welt zu bewegen. Das war nur sehr männlich, patriarchal, egozentrisch zugeschnitten. Und so aber die These, dass wir eigentlich mehr von dieser Kraft brauchen, wenn wir jetzt die Welt tatsächlich ein Stück positiv bewegen wollen. Und so kam man dann zum Begriff der Co-Kreativität, also dass vielleicht das Geheimnis dieser choralen Ebene, mehr dazu erzähle ich jetzt nicht, und haben uns dem angenähert, wie das aussehen könnte. Ja. Und als das dann klar war, es ist so, kam halt diesmal das Thema, wie kann man das jetzt näher auch bewegen? Also welche Dimension dieser Co-Kreativität lohnt es sich jetzt näher zu erforschen? Und da wird es heute Abend gehen also um die innere Co-Kreativität zwischen Ego und Higher Self und morgen dann mehr so um die Miteinander. Wie können da jetzt Unternehmen, Wirtschafts gestalten, andere Orte, jetzt kommt mal real im Außen mit dieser Co-Kreativität, die von inneren Kräften kommt, die Welt verändern. Das ist jetzt mal ganz kurz, mehr kommt später. Das, was wir uns vorgenommen haben, und wie immer begleitet eben von dem ganzen Reichtum des Begriffs der Liebe, ihr habt ja das Programm sicher alle schon gesehen, und insofern bin ich gespannt, ob das wieder so schön wird wie die ersten drei, aber es fühlt sich so an, und es ist ja schön, dass Eva aufgehört hat, die das alles die letzten Mal mit begleitet hat. Genau, ich mache mal weiter. Ja, von mir auch ein herzliches Willkommen. Ich mag Mike Posan einfach auch nochmal vorstellen. Der Denker, Kreator, Philosoph des
ganzen Initiator zusammen mit vor Lorenz. 5 Jahren mit Loris, mit Heinrich. Sie stellen sich alle heute Abend noch mal vor, aber ich fand es angemessen, dass du auch noch mal wirklich, dass wir wissen, wer du bist. Genau. Ich bin Eva. Ich werde immer wieder mit durchmoderieren, habe das auch ein bisschen mitgeträumt bei den letzten Festivals mit dabei. Und eine Besonderheit an diesen Festivals ist ja, dass wir die Philosophie und die Weisheit ins Leben holen, dass wir aber auch richtig wissen wollen und das begreifen und nicht nur denken, sondern das Denken und das Wissen auch immer wieder in die Erfahrung bringen. Und deswegen gibt es die theoretischen Teile, die Vormittage, das Zusammendenken, das Zusammenkreieren auf der geistigen Ebene und eben auch immer wieder die Workshop-Teile. Und fangen wir immer wieder mit der Erfahrung auch an. Und in diesem Sinne mag ich euch tatsächlich auch einladen, mal hier in diesem Raum anzukommen, zu gucken, was ist das für ein Raum, wie bist du da, was macht, dass das der Licht durchflutet ist. Wer ist noch mit hier in dem Raum? Ich habe mir sagen lassen, das ist ein altes Schloss, in dem wir sitzen. Und das jetzt so Licht durchflutet scheint. Und es ist ein weiter Raum, ein großer Raum. Und wir Menschen, die hier zusammen sind, also eure Nachbarn, wir werden eine kleine Gemeinschaft auf Zeit bilden. Auch ein bisschen mehr voneinander erfahren. Und in diesem Sinne mag ich euch einladen, euch zu dritt zusammenzutun und tatsächlich euch auszutauschen, warum ihr hier gelandet seid. Was ist das, was ihr mitbringt? Was ist eure Neugier? Und was wollt ihr herausbringen?